Die Häuser hier übersteigen unsere finanziellen Möglichkeiten. Wenn die Geschäfte besser gehen, dann können wir uns ein großes Haus leisten. Das ist wunderschön. Das ist ein traumhaftes Haus. Sie werden es lieben. Sieh dir das an. So ein Angebot kriegt man nur einmal im Leben. Also, wo ist der Haken? Es gab ein Verbrechen, einen Mord. In diesem Haus? Mehrere Menschen, eine Familie. Der Beschuldigte behauptet, er hätte Stimmen aus dem Inneren des Hauses gehört. Häuser ermorden keine Menschen. Auf ein perfektes Haus und eine perfekte Familie. Mit wem redest du? Mit dem Mädchen aus dem Schrank. Wie ist ihr Name? Jodie. Was ist denn los? Ich glaube, ich habe irgendwas gesehen. Wieso kommst du nicht ins Bett? Ich kann nicht schlafen. Ich verliere den Verstand. Hier lebte mal eine Familie, die ein ähnliches Problem hatte. Ich wohne in ihrem Haus. Wir müssen von hier weg. Lass uns packen und verschwinden. Alles, was wir haben, steckt in diesem Haus. Ist schon gut, Mami. Jodie wird dir nicht wehtun. Aber der Mann, der hier lebt, sie sagt, er ist böse. Töte sie. Allmächtiger Gott segne und reinige dieses Haus. Mach die Tür auf! Sie geht nicht auf! Wie kriegst du sie nicht auf? George? Da ist irgendwas Böses in meinem Haus.